Alola, wir packen heute bei ungefähr 2000 Grad Außentemperatur, ich sterbe im Scheinwerferlicht, ein passendes Wasserdeck aus. Und zwar von SM07, das Wasserwut-Themendeck mit Sumpex. Leider ist es hier wieder ein bisschen klein, aber ich zeige euch nochmal die Deckliste zum Screenshotten. Ich habe nämlich mir überlegt, ich mache das diesmal ein bisschen anders mit dem Deck. Und zwar werde ich es nicht vorher sortieren, weil das Uncut echt lange dauert. Bei späteren Decks werde ich es leider doch wieder so machen, weil ich die vorher gedreht habe. Ich habe mir das jetzt nachgekauft, deswegen nicht wundern. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch ja die Karten zeigen. Und durch die Kartenliste wisst ihr jetzt eh, was wie oft drin ist. Und wir gucken uns jetzt einfach mal nur die Artworks an. Falls ich diese Box aufkriege. Halleluja! Okay. Es wird. Machen wir heute alles ganz entspannt. Für alles andere ist es eh zu warm. So. Ups. Den Code behalte ich. Jetzt gibt es garantiert wieder 5 Dislikes, aber das ist mir jetzt egal. Weil ich spiele sehr gerne die Themendecks auch online. Und das wäre auch die heutige Videofrage. Spielt ihr gerne Themendecks? Also jetzt an die erfahrenen Spieler, die dieses Video jetzt vielleicht nicht unbedingt angucken, um sich zu überlegen, ob sie oder welches Themendeck sie gerne hätten. Weil ich finde, Themendeck gegen Themendeck ist eigentlich richtig gut und online gibt es ja auch ein Format dazu. Und deswegen wüsste ich gern von euch, guckt ihr das, also spielt ihr das eigentlich? Und hier haben wir dann das Sumpex. Ich finde das Artwork ziemlich dunkel geraten. Also man sieht nicht so viel. Das finde ich ein bisschen schade. Sumpex kann auf jeden Fall Kraftzug. Einmal während deines Zuges kannst du eine Karte aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen. Wenn du das machst, ziehe 3 Karten. Typisch Wasser, man kann schnell Karten ziehen. Und Hydropumpe. Diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der an dieses Pokémon angelegten Wasserenergien zu. Also da kann man schon ordentlich reinhauen. Also wenn das 3 Wasserenergien dran hat, dann wären wir bei 140, wenn ich mich jetzt nicht verrichtet habe. Und das ist eigentlich ganz solide. Gerade wenn man so ein Deck ohne Prisma und ohne GX-Karten gebaut hat. Was wir doch ganz gerne machen. Dann haben wir hier eine wunderschöne Sumpex-Münze. Habe ich definitiv noch nicht in meiner Sammlung. Finde ich sehr, sehr hübsch. Dann haben wir wieder die Schadensmarken, die kein Mensch braucht. Die landen wahrscheinlich direkt im Müll. Ups. Dann haben wir von Sonne und Mond, Sturm am Firmament nochmal so einen kleinen Flyer drin. Ihr kennt es sicher. Da wird nochmal ein bisschen was erklärt, weil das Ganze ja eigentlich für Anfänger ist. Und was ich richtig toll für meine Sammlung finde, eine Setliste. Ich liebe es. Ich liebe es. So. Die mache ich nämlich aber in meinen Ordner. Dann haben wir so eine Spielunterlage wieder drin mit Gewaldro und Sumpex. Was ich euch aber zeigen wollte, sie haben bei den neuen Unterlagen hier den Bankslot vergrößert. Und jetzt passen auch endlich mal 5 Pokémon auf die Bank. Ich glaube es ja kaum. Haben wir gestern festgestellt beim Spielen, weil ich mag die Unterlagen eigentlich sehr, sehr gerne. So, dann haben wir hier die Deckbox, die leider immer noch zu klein ist für ein Deck in Sleeves, was ich immer noch doof finde. Aber man kann sie ja zweckentfremden. Oder Promos oder Energien oder so aufbewahren. Oder ein Deck, das nicht gesleeved ist, geht ja. Huch, wieso ist denn das durcheinander? Egal. So. Dann trinke ich noch einen Schluck und dann gehen wir das Deck durch. Weil sonst versagt mir wahrscheinlich die Stimme. So, Fokus ist auch am Start. Wir haben eine Wasserenergie, eine Wasserenergie. Machen wir das mal weg. Dann haben wir ein Makago. Ich wusste nicht, dass Makago in dem Deck ist. Ich habe es mir nämlich vorher nicht angeguckt. Mit sanftes Gleiten, was richtig gut ist. Ich glaube, das ist die bestspielbarste Karte im ganzen Set. Und zwar sanftes Gleiten. Einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du dein Deck nach einer Karte, also egal was, durchsuchen, dein Deck mischen und anschließend jene Karte auf dein Deck legen. Das ermöglicht diverse Kombos. Das ist einfach super. Finde ich toll. Haben wir einen Kukui. Der sollte jedem bekannt sein. Ich gehe mal ein Stückchen mit weg. Haben wir hier Energien. Die Nachahmerin sollte auch jedem bekannt sein. Wobei, die kam ja... Nee, die kam hier gerade erst raus. Ich gehe mal auf die Karten ein, die in dem Set rauskamen. Das macht Sinn.
Mische deine Handkarten in dein Deck, ziehe anschließend eine Karte für jede Karte auf der Hand deines Gegners. Mega gut, wenn ihr zum Beispiel gegen Wasserdecks spielt, weil die haben immer super viele Karten auf der Hand. Ich glaube, das Maximum waren tatsächlich 26 Karten, die jemand mit einer Nachahmerin gezogen hat. Richtig heftig. Kann man also sehr gut mal gebrauchen. Dann haben wir das Eneko. Das kann jetzt nichts Besonderes. Paralysieren halt, aber ich finde es echt süß. Also ich mag Eneko eh. Dann haben wir einen Köderball. Wirf 3 Münzen, nimm pro Kopf ein Entwicklungs-Pokémon aus deinem Ablagestapel auf deine Hand. Glücksabhängig, aber 3 Stück ist eigentlich echt gut und kann einem echt das Spiel entscheiden. Ein Schneebedeck mit Eissplitter. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners ein Kampf-Pokémon ist, fügt diese Attacke 40 Schadenspunkte mehr zu. Dementsprechend nur gut im Kampfdeck. Mask Royal. Lege eine Basis-Energiekarte aus deiner Hand an eins deiner Pflanzen-, Feuer- oder Wasser-Phase 2-Pokémon an. Okay, das ist sehr speziell. Wahrscheinlich deswegen auch nicht so spielbar. Dann Enikoro. Suche nach Freunden. Wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um ein Pokémon während des Zuges zu entwickeln, kannst du 2 Unterstützerkarten aus deinem Ablagestapel auf deine Hand nehmen. Why not? Das ist quasi eine kostenlose Rettungstrage, wenn mich nicht alles verspielt. Nee, das Adressbuch, genau. Da haben wir eine Lilly, die kennen wir ja schon. Ein wunderschönes Artwork von Hydropi. Wieder Feuerenergie, Apricoco-Hersteller. Apricoco, ja doch, ich habe es richtig gesagt, oder? Durchsuche dein Deck nach bis zu 2 Itemkarten, bei denen das Wort Ball zum Namen gehört. Zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Das ist eine super tolle Karte, um vor allem die Nestbälle und die Timerbälle zu holen. Leider rotieren die raus und das macht das Ganze nicht ganz so spielstark. Aber man kann sich ja ein eigenes Format überlegen, das geht dann schon. Dann haben wir das Fluchtseil, das fliegt leider auch raus. Den besagten Nestball. Dann haben wir ein Rex Bizarre, das ist auch schon drin gewesen, aber ich lese das immer vor. Wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um ein Pokémon während des Zuges zu entwickeln, kannst du eine Wasserenergiekarte aus deinem Ablagestapel an eins deiner Pokémon anlegen. Das ist auch ganz gut, wären es beliebig viele, wäre es noch besser. Und es kann den Hypno-Hammer mit 80, das aktive Pokémon deines Gegners, schläft jetzt. Oh, ist für 40 ganz, oh, also für 40, für 4 Energien ganz okay. Ein Morabbel. Mit Lehmbrühe, diese Attacke fügt einem Pokémon auf der Bank deines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Das ist sehr gut. Zum Anhitten schon mal. Surfer mit 70 ist auch solide. Dann haben wir einen Hyperball. Wie gesagt, die älteren Karten lese ich jetzt nicht vor. Dann haben wir einen Schneckmark mit Magmaring. Das verteidigende Pokémon kann sich während des nächsten Zuges nicht zurückziehen. Ja, wenn es brennen würde, wird das mehr Sinn machen, aber es brennt ja offensichtlich nicht. Ja. Aber es ist eh nur für Makrako da. So, nochmal Hydropi, nochmal Kukui, Schneebedeck mit Eissplitter, das hatten wir auch schon. Eneko, ein Käufwaff mit Rückkehr. Du kannst so lange Karten ziehen, bis du 5 Karten auf deiner Hand hast. So, eine Lilly quasi. Eneko hatten wir auch schon. Ein Tally, der Reprint, dass es wieder spielbar ist. Eine Rettungstrage. Energie. Timerball, wie vorhin erwähnt. Wieder Sumpex, das zweite. Nestball. Ben und Svenja ist auch neu. Wähle eins aus. Entweder mische deine Handkarten in dein Deck und ziehe anschließend 5 Karten. Oder tausche dein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Ich liebe diese Karte, weil die einfach 2 in 1 ist. Wie gut ist das bitte für das Spiel? Dann haben wir einen Dumiesel in der Wüste. Die Karte kenne ich überhaupt noch nicht. Okay, ich habe auch sehr wenige Karten aus Sturm und Firmament. Das kann eine unaussprechliche Attacke. Guerilla-Taktik. Durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Basis-Pokémon und lege sie auf deine Bank. Mische anschließend dein Deck. Wenn du mindestens ein Pokémon auf diese Weise auf deine Bank gelegt hast, kannst du dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank austauschen. Oh! Oh, das ist nicht verkehrt. Plötzlicher Blitz. Wirf eine Münze bei Kopf, das ist das aktive Pokémon deines Gegners paralysiert, das ist auch nicht verkehrt. Also Dumiesel kann doch ganz witzig werden. Dann haben wir ein Reprint vom Tausch,
Schneebedeck, Wasserenergie, Schnecksmack, Tali, wieder Morabbel und ich glaube, das war's jetzt. Rexbisa, Hydropi. Oh, nee, ein Frostrotom ist noch drin. Das kann Rotomotor. Wenn du 9 Pokémon-Ausrüstungen oder mehr in deinem Ablagestapel hast, ignoriere alle Energien in den Attackenkosten jener Attacke dieses Pokémon. Das schafft man mit diesem Deck doch überhaupt nicht. Warum ist diese Karte hier drin? Naja, und Frostschmettern. Diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der an alle Pokémon deines Gegners angelegten Energien zu. Ja, das kann schon ein bisschen Schaden machen, aber naja. Und eine Wasserenergie. So. Das war's zum Sumpex-Deck. Ich hoffe, der Schnelldurchlauf war jetzt ein bisschen besser. Es geht hier hauptsächlich um die neuen Karten und um die Artworks. Ich hoffe, ich konnte jemandem damit helfen und vielleicht schon eine kleine Kaufentscheidung herbeiführen, welches Deck ihr möchtet. Ich stelle auf meinem Kanal des öfteren Themendecks vor, deswegen schaut da gerne mal vorbei in der Playlist. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!